Moin Moin und ein herzliches Hallo da draußen an den heimischen Empfangsbolzen. Ich entschuldige mich schon mal im Vorfeld dafür, falls ich ein bisschen verschnupft klinge oder so. Ich bin leicht erkältet. Gut, habe ich auch in dem Stream ja gesagt. Nur, es waren ja nicht alle dabei. Also sage ich es jetzt einfach nochmal. Ich stehe schon wieder so. Das ist... Intro ab. I feel this pain, you already know. Turn that to games, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So, um was geht es heute? Einmal das Gesundheitliche und was damit zusammenhängt. Dann, was ich die Woche so alles getan habe. So, ne? Kann man ja auch mal sagen, ist ja auch Format eines Vlogs. Das Format eines... Oh. Dann was zu den Streams. Und ja. Eine Sache, die mich tierisch aufgeregt hat. Die Zeit über. Ich sollte diesen kleinen Bildschirm neben der Kamera mal endlich mal zudecken. Oder nicht so sehr darauf achten. Das muss ich echt noch lernen, weil ich gucke immer auf den Bildschirm. Das ist schrecklich. So, gesundheitlich, wie gesagt, ich bin ein bisschen angeschlagen, aber schon auf dem Weg der Besserung. Beste Medizin, wirklich. Ab ins Bett, dicke Decke drauf bei den Temperaturen und ausschwitzen. Es ist nicht das große C, Gott sei Dank. Hab Tests gemacht. Oh, einen Vorteil haben die Tests, die Nase ist frei. Plupp. Oh. So, nach dem Motto. So, was auch noch leider dazu beigetragen hat, dass ich ein wenig angeschlagen bin, ist, dass ich die letzten 3-4 Wochen wirklich nur 4-5 Stunden die Nacht schlafe. Kann an den Wetterumschwüngen liegen, kann am Stress liegen, weil Stress auf der Arbeit, dann Stress privat, Stress mit hier, Stress mit da und bla bla bla. Ist halt nicht so. Ja. Und dann noch die Dinge, die mich aufregen, aber dazu kommen wir später. So, was habe ich die Woche über gemacht, außer gearbeitet, für... euch da draußen Sachen gemacht, den Stream gemacht, mir Sachen überlegt, einkaufen, beim Friseur war ich, sieht man jetzt zwar nicht, weil ich dieses wunderschöne Ding hier auf dem Kopf habe, weil, keine Ahnung, ich find's geil. Don't know why. So, ja, ich habe hier unter der Kamera das Skript mit den Stichpunkten kleben, deswegen gucke ich öfters mal dahin. So, zum Thema Streams, also Fallout Shelter bleibt nach wie vor die Laberrunde. Sekiro wird weitergehen, da wollte ich jetzt unter der Woche noch ein bisschen die Skillpunkte, nennt sich Skillpunkte, glaube ich, die, also für Fähigkeiten, da, fürs Spezialkontern und Spezialangriff und sowas, wollte ich ein bisschen farben, also sprich, eine Strecke immer rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Ist nur so eine Sache, wenn man unter der Woche sich tonnenweise Videos anguckt, kommt man zu nichts. Froh, dass ich mir heute endlich mal Wrong Turn angucken konnte. Der Film ist inzwischen auch schon 19 Jahre... Nein. Entweder 2003 oder 2008. Ich habe einen Endcredits jetzt nicht genau drauf. Entweder 2003 oder 2008. So, Sekiro, wie gesagt. Und halt die Open World Choice ist ja immer noch in der Umfrage drin. Also Fallout 4, Horizon Zero Dawn und Days Gone. Sorry für den Cut, ich musste hüsteln. So, momentan sieht es da ja so aus, dass zwei gleich auf sind. Nämlich Fallout und Days Gone. Also wenn zwei auf Platz 1 sind, werden beide gemacht. Vielleicht nehme ich noch den Samstag in Zukunft mit zum Stream rein. Vielleicht, vielleicht auch nicht, ich weiß es noch nicht. Es kommt doch immer drauf an, wie, ne, wegen Stress und sowas. Aber ich konnte wenigstens eine Nacht jetzt mal richtig durchschlafen. Ich hab... Gut, wir haben jetzt, zur Zeit der Aufnahme, Samstagabends. Wir müssten es jetzt schätzungsweise 10:30 haben. Wir haben es 22:11, wenn man es sieht. Wenn man es erkennt. Ja, und Samstag den 25. So, wo war ich noch? Wahrscheinlich haben die meisten von euch eh schon abgeschaltet. Sollten alle drei Projekte bei der Umfrage auf Platz 1 liegen, wird die Umfrage noch eine Woche weiterlaufen. Bis halt ein oder zwei Projekte sich rauskristallisiert haben.
Von daher geht einfach mal auf meinem Channel auf den Community Tab und einmal auf das Wunschprojekt klicken. Entweder weil es mir ans Herz liegt, dass ich es endlich mal spiele, oder weil ihr es live miterleben wollt. Könnt ihr halten, die Dachdecker. So, das habe ich. So, jetzt zu der Sache, die mich aufgeregt hat, wo ich auch eine Gruppierung verlassen habe. Also ich bin ja immer noch auf TikTok. Da war ich ja bei den Swingdinglings. Das ist eine Gruppe von Leuten, die sich halt gegen Mobbing und Hate aussprechen. Ne? Ist ja nichts Verkehrtes dran. Mobbing ist scheiße. Also auch mit körperlicher Gewalt und sowas. Da müssen wir nicht drüber reden. Ist Mist. Geht gar nicht. Also ich bin auf jeden Fall aus dieser Gemeinschaft jetzt erstmal raus. Sang- und klanglos. Ich habe mich da verpieselt, habe die Hashtags rausgenommen etc. Weil ich möchte mit einem, der sagt, ich bin gegen Mobbing, aber sich eigentlich nur noch für seine eigene Reichweite interessiert, möchte ich nichts mehr zu tun haben. Also so leicht nur auf sich selbst halt bezogen. Ihr wisst, was ich meine. Ich will es jetzt auch nicht zu weit aufbröseln, weil er legt inzwischen so eine heuchlerische Art an den Tag. Beispiel, alle sind mir wichtig, ich bin gegen jeden, der mobbt und möchte jedem helfen, der gemobbt wird. Tut er nicht, er achtet nur darauf, dass er dadurch Reichweite generiert und lässt die Leute am Ende fallen wie eine heiße Kartoffel. Das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Vielleicht, wie gesagt, kommt noch ein einständiges Video, vielleicht auch nicht, ich weiß es noch nicht. Ich denke auch mal nicht, weil ich habe mehr mit meinem eigenen Kram zu tun. Ja, das war's mit einem kurzen Vlog. Sorry, dass er diesmal etwas kürzer ausfällt als sonst. Aber halt durch die Angeschlagenheit, ich werde mich auch gleich wieder schön auf die Couch legen, eine Decke drüber, einen Tee daneben und werde den Abend passieren lassen, dann gucke ich mir noch Rancher 2 an oder sowas und dann werde ich auch wieder ins Bett gehen. Und ja, deswegen, also sorry dafür, ist ein bisschen kurz geworden, aber Gesundheit geht halt nun mal vor. Ich hätte auch gar kein Video machen können, aber ich bin euch das schon schuldig, euch wirklich zu informieren. Ja, und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig als der obligatorische Thanos-Schnipper des Endings. Macht's gut.